Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Resident Evil für die Switch. Und wie ihr sehen könnt, befinden wir uns immer noch in der Hütte und wir müssen jetzt mal aus der Hütte raus, denn eigentlich ist es ja so, dass wir den Wappenschlüssel bekommen haben in der letzten Folge, aus dieser Brosche hergestellt, beziehungsweise rausgeploppt. Und ich denke mal, mit dem Wappenschlüssel können wir jetzt im Herrenhaus wieder etwas reißen. Ob das viel wert, weiß ich nicht, aber wir gucken mal. So, hoffen wir, dass hier draußen nicht wieder diese verrückte Tante lauert. Das schaut aber nicht so aus. So, versuchen wir ins Herrenhaus zu kommen. Ich kenne den Weg gar nicht mehr, muss ich zugeben. Hier längs? Ich glaube ja, ne? So, wie man sieht, wenn ihr auf meinen, habe ich die Waffen hier oben kombiniert, beziehungsweise habe die Patronen reingesetzt. Von derselben Waffe kann man ja immer wieder reinpacken. Kleinen Tipp von einem User bekommen. Gut zu wissen für mich. So. Und hier längs? Wie wär's im Haus, ne? Hab ich verkehrt. Hä? Achso, okay, warte. Mal runter. Und dann da längs, ne? Zack. Ja. Okay. Oh, hier links. Achso, ein langer Weg, ne? Richtig hier, aber ich mal kurz auf die Karte gucken. Ich meine ja, ne? Ja, genau, wir müssen also komplett den Weg zurück. Genau, da müssen wir hin. Da. Und dann ins Haus. Und man sieht, sind nämlich ein paar Türen, die wir aufmachen können, noch, die rot sind. Ich kann mir fast vorstellen, dass es die dafür sind. Wir testen es mal. Hier durch, ne? Okay. Steht ein Zombie. Bin auch noch weg? Okay. Was kann man hier denn machen? Oh. In dieser Einbauung ist etwas eingraviert. Zwei vertikale Striche, ein Kreuz und drei horizontale. Striche, könnte das eine Art Symbol sein? Wahrscheinlich. Und hier? In dieser Einbauung steht geschrieben, wenn der Wind über die Erde weht, scheinen die Sterne am hellen Himmel. Habe ich irgendwas? Hier, das Ding. Können wir das da reinpacken? Okay, geht nicht. Gut, wir haben noch dieses Windsymbol. Wer soll das mal da reintun? Egal. Erstmal gehen wir weiter. Ja, richtig, ich weiß es nicht mehr genau. Das Problem ist, dass diese Karte mich echt verwehrt immer so ein bisschen. Na gut. Ah, ist schon richtig, ist schon richtig. Da ist doch schon wieder das Haus. Sehr gut. Geh mal hier rein. Was wir brauchen können? Weiß ich nicht, ne? Gut. Wir müssen hier durch. Ja, das ist gar nicht. Ich weiß, das ist echt gar nicht mehr so easy, wenn man überlegt, dass man es lange gemacht hat. Warte mal, hier haben wir doch das Symbol reingetan. Guck mal, das Wappen passt genau in die Einbuchtung. Steine mit Herbig übernehmen? Nehmen wir mit. Hab ich genau. Passt nämlich auch in die andere Einbuchtung. Gucken wir mal, ob wir das da reinbekommen. So, warte mal, jetzt gucken wir auf die Karte mal. Wir gucken, welche Schlüssel hier rot waren. Und da ist, ja, guck mal, da ist eine Tür, die ist rot. Vielleicht können wir die aufmachen. Müsste ja die hier sein, ne? Die haben, ja genau. Wusste ich doch. Sie bauen. Toll. Klar, was soll ich denn mit dem, wenn ich nicht mehr brauche? Quatsch, ne? Aber uns ist doch Quatsch. In dieser Fenster ist nichts zu sehen. Ach scheiße, müssen wir Lichter machen?
ist ein Schalter. Drücken. Ah. Das? Metallobjekt mitnehmen? Klar. Der Inhalt ist unberührt. Vielleicht war hier noch niemand. Da ist ein Fenster offen. Da liegt auch noch was. Batteriepack nehmen wir mit. Wenn ich schön stunnen. Ist hier was drin? Eine Sammlung wissenschaftlicher Bücher. Fast alle befassen sich mit Biologie. Eine Sammlung wissenschaftlicher Bücher. Alle befassen sich mit Biologie. Aber mehr ist hier nicht, ne? Oder hier noch irgendwas im Telefon? Gehen wir uns über den? Klar. Mehr ist hier mehr drin? Nee. War irgendwas? Nee. Okay, alles abchecken. Hier im Schrank drin? Nee. Und da in dem Schrank? Nö. Okay. Mehr ist hier nicht. Nehmen wir raus. Okay, also wir gehen hier raus. Haben wir noch mehr Schlüssel? Wir haben ja keine Schlüssel mehr. Ich dachte, jetzt könnte ich auch woanders gucken. Wir haben ja eigentlich nichts mehr. Gut, wir könnten ja vielleicht mal ein bisschen speichern. Macht vielleicht Sinn, oder? Nochmal speichern? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Ach, guck mal hier. Ich kann direkt mal reingehen. Ich glaube, ich speichere sicherheitshalber mal. Bin ja so ein kleiner Schisser, das wisst ihr ja. So. Gehen wir hier rein. Müssen wir was ablegen. Gewehrmunition packen wir schon mal hier wieder rein. Genug Gewehrsachen auf jeden Fall. Wenn wir statt unserer Pistole Gewehrmunition mitnehmen, wäre auch gleich mehr Sinn, aber egal. Wolfsmedaille haben wir noch, wir haben eine Winde, wir haben Windwappen, wir haben Adlermedaille, Diskette, all sowas, ne? Na gut. Raus. Ah nein, ich wollte noch speichern, mein Gott. Jetzt habe ich wieder vergessen zu speichern hier. Ah. Mal rein, speichern wir noch mal kurz. Ah, ich glaube, es ist wichtig zu speichern. Dann werde ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Speicher ich denke, ich noch habe. Wie viel von diesen Dingern habe ich denn noch? Ja, mit Speichern können wir lassen, denn ich habe nichts mehr zum Speichern. Okay. Gut, dann können wir auch ohne Speichern weitergehen. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. So. Gut. Was können wir noch machen hier? Guck mal, hier sind... Guck mal, prüfen. Keine besonderen Merkmale. Also es ist doch hier, warte mal, kann man, da fehlt er, warte mal, gucken. Kann man die beiden nicht zusammen machen? Okay. Dann haben wir zwei davon. Warte mal, die könnten wir vielleicht im Hauptgang, ey, wie heißt das da, hier, na sag schon, ganz am Anfang, wo wir reingekommen, es gab doch diesen Fahrstuhl hier hinten. Nein. Und zwar der rote in der Mitte, wo der Pfeil drauf zeigt. Da müssen wir hin. Bin mir ganz sicher. Ja, da müssen wir definitiv hin. Gut, dann gehen wir nach oben. Oben ist, glaube ich, der kürzere Weg. Hier raus. Ich kann die Dinger jetzt ja einsetzen. Am Fenster waren ja diese Einkerbung. Das können wir ruhig mal probieren. Muss auf die Karte mal gucken. Genau, wir müssen jetzt nach rechts, nach... links laufen, einmal rum. Dann raus, ne?
Genau. Oh, ich glaube, wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Definitiv. So, guck mal, ich geh mal hier runter. Bin ich hundertprozentig sicher, aber ich kann mir gut vorstellen. Hier links gehen können. Hier runter. Da steht hier vor der Tür. Pass auf. Da sind die Einkerbungen, pass auf. Zack. Und? Zack. Die beiden Symbole passen genau in die Tür. Öffnen? Ja. So. Was ist das? Eine alte Schreibmaschine. Wenn ich ein Farb könnte ich speichern. Toll. Oh nein. Ich kann nicht speichern. Ich kann wirklich nicht speichern. Scheiße. Das ist jetzt ärgerlich. Wir haben aber auch genug Dings hier. Aber irgendwie wäre es schon cool, wenn man speichern könnte, oder? Habe ich alles schön verballert. Dumm, 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 dumm. Hm. Na gut. Hier geht's runter. Oh. Sieht auch nicht so gut aus. Hier längs? Man kann doch hier längs. Okay, gehen wir da mal rein. Sieht hier was? Nee. Hier nur runter? Na gut, gehen wir runter. Ah. Okay. Oh. Das ist Wesker. Jill, you're alive. Barry. I was worried, because I thought you were... Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Oh. Das ist das Viech aus dem Wald, ne? Ah! Ah, ist gar nicht mal so unstark. Okay. No time to talk. Jill, hand me my gun! Ja, komm. Wir wissen, dass Barry ist ja eigentlich ein guter. Thanks, Jill. Eigentlich kann man doch hier. Genau. Kenn ich das zumindest. Oh. Ich meine, das war so, dass man alles runterschieben konnte, ne? Ah. Oh. Na, vorbei hier. Ah, das dann. Oh, das ist deine Mama. Das sind so ein paar Sachen, die wusste ich noch, aber... Ja. So, Barry. Zeit zu reden. I don't believe that thing's really dead.
Leave this place up to me and go on ahead. Okay. Gut. Dann gehen wir weiter. Okay, jetzt gerade eben wollte sie noch alles wissen, jetzt ist es ihr egal, ne? Warte mal, ist da was drin im Sarg? Für mich vielleicht noch? Im Sarg liegt ein Skelett. Moment, hier ist noch etwas anderes. Ein Familienfoto, siehst du? Immer ganz gut, um mal reinzugucken, ne? Es ist ein Brief. Meine liebe Lisa, jeden Tag schwindet mein Bewusstsein weiter. Die Spritzen von den Männern in weißen Kitteln machen Mamas Jucken besser. Heute gaben sie mir eine Spritze mit Vitaminen. Wenn sie mir die Spritze geben, kann Mami nicht klar denken. Aber Mami ist traurig, weil Mami es nicht mehr schafft, euch immer im Gedanken zu behalten. Mami hat Angst. Angst, alles zu vergessen, besonders die Erinnerung an dich und Papi. Wie ihr ausseht, was wir zusammen gemacht haben, all das verschwindet allmählich in eine Finsternis in mir. Oh Lisa, ich möchte jetzt sofort dein Gesicht berühren und dich in meinen Armen halten, damit ich unsere wunderbaren Erinnerungen an dich und Papi erhalten kann. Lisa, wir können hier nicht bleiben, wir müssen fliehen. Hör mir zu, Lisa. Unsere Chance kommt, wenn wir nächstes Mal beide gemeinsam im Labor sind. Wir stellen uns beide wurstlos und wenn der Mann in Weiß nicht aufpasst, nutzen wir unsere Chance. Wenn wir draußen sind, suchen wir gemeinsam nach Papi, okay, Kleine? Du musst sehr stark sein. Ja, bracht wohl nichts, ne? Gut, wir gehen hinten durch. Mein Leben eigentlich aussieht. Mach dir mal lieber was. Aha. Okay. Eine runde Einbuchtung. Ein Symbol in Form eines Wolfes eingraviert. Ah, okay, warte. Müssen wir noch kurz zurück. Müssen wir noch mal zurück. Da weiß ich auch schon, was wir machen müssen. Müssen wir noch kurz diese Ringe holen, den Wolfsring und diesen anderen Windring oder was da war. Oder Adler war das, ne? Mal schnell. Barry, bist du immer noch da? Willst du mich abknallen, du Wichser? Nein, natürlich nicht. Hier oben war ja die Truhe. Warte, möchte kurz die Sachen holen. Dann rennen wir nochmal runter. Keine Ahnung, dass wir gerade die Sachen brauchen natürlich hier, ne? Aber wir brauchen sie. Also holen wir sie auch. So. Ach, guck mal hier. Der eine hoch, ne? Genau. Dass wir nicht speichern können, das nervt mich so ein bisschen. Aber das nächste Mal sind wir ein bisschen sparsamer mit den Dingern, aber naja. So. Wir brauchen. Ich nehme sicherheitshalber mal das erste Hilfespray mit. Aber nur weil ich Angst habe, dass ich gleich drauf gehe. Da, die Wolfsmedaille und die Adlermedaille brauchen wir auch bestimmt. Genau. So, hier runtergehen. Und dann aber durch. Ah, ich gebe zu, das war jetzt nicht so hart, das Monster. Aber wenn man das nicht weiß, dass man Dinge runterschubsen soll, dann ist es natürlich sehr hart, weil man schießt und verballert recht viel Munition auf das Viech. Und ich meine, es passiert eigentlich gar nichts. Aber naja. Na, Barry. Stehst du immer noch da? Barry. So, weiter. Zack, zack, zack. Also ein bisschen grob pixelig hier unten, die, also verschwommen die. Der Hintergrund, aber egal. So. Ich könnte jetzt die Einbruch reinsetzen, aber ich habe gesehen, hier ist auch eine Tür. Sag mal hin. Da ist ein großer Eisentür, lässt sich hier öffnen. Okay. Gut, dann machen wir es hier als erstes. Da war der Wolf, ne? Zack. Und dann wird auf der anderen Seite die andere Medaille rein sollen. So. Oh, jetzt geht das Wasser weg.
So, trotzdem würde ich ganz gerne mal einen Safe Room wieder haben. Irgendwie einen Speicherraum, wo wir mal hin können. Ich glaube, da kommt es was. Ah, da hinten kann man rein, okay. Ja, hat sich jetzt hier gerade mal so eine kleine Öffnung getan. Ja, damals war es schon echt ein Highlight, das ganze Spiel, ne? Muss man sagen. Auf zu benutzen? Klar. Gehen runter. In die Höhle des Löwen. Gut. Ja, das hier ist, das, ich glaube, hier war schon der, war hier, ja, naja, weiß ich nicht. Hier war das, glaube ich, nicht, ne? Ach, guck mal, ich komme noch leider runter. Runter. Da liegt doch ein Farbband. Hab ich gesehen. So, wir müssen auf jeden Fall einmal speichern, da kommen wir glaube ich nicht drum rum. Wollen wir. So, haben wir auf jeden Fall noch zwei Farbänder übrig. Aber speichern mussten wir jetzt hier. Ging nicht anders. So. Für euch heißt es aber, wenn wir jetzt hier speichern, dass Schluss ist und wir in der nächsten Folge weiter versuchen. Musik jetzt spannend, ne? Gut, bis dahin. Tschüss.